Herzlich willkommen, wir spielen wieder ein bisschen Point-and-Click und zwar Friendbo. Nachdem Edna aus verschiedenen Gründen, zum Beispiel, dass ich keinen Spaß daran hatte, abgesetzt wurde, haben wir jetzt hier wieder Friendbo. Okay, Autosave. Nice. Und los geht's. Alles ist in Ordnung, es ist einfach himmlisch. Creep mich aus. Ich sehe meine Eltern. Sie sehen glücklich aus. Sie haben ein Geschenk für mich. Was könnte es sein? Oh, ist doch bestimmt irgendwas Creepiges drin. Ein toter Hund. Oh, nee, eine Katze. Oh, sie lebt auch noch. Schwarz wie die tiefste Nacht. Es ist Mr. Midnight. Mein bester Freund. Süß. Mein einziger Freund. Oh. Wir essen zu Abend und Tante Grace ist auch da. Es ist Freitag, meine Eltern gehen aus. Aber man denkt die ganze Zeit, irgendwas Schlimmes passiert. Tante Grace passt gut auf mich auf. Tante Grace sieht aber auch aus wie die Mutter von Caroline. Süß, die Katze. Süß, sie hat sogar ein Polo. Es ist Montagabend, ich spiele mit Mr. Midnight. Aber irgendwas fühlt sich falsch an. Der Krampus. Eine seltsame Kreatur vor meinem Fenster. Ich mag sie nicht, sie macht mir Angst. Plötzlich höre ich etwas. Es ist Mama, sie schreit. Was? Ich will wissen, was los ist. Oh Gott. What? Das Licht scheint aus dem Zimmer raus. Ich gehe näher ran. Die Tür knarrt nicht. Und noch näher. Oh Gott, irgendjemand hat ihre Eltern abgestochen. Fängt ja an wie Batman. Wow, okay. Jemand hat ihre Eltern zerstückelt. Okay. Shit. Das fängt drastischer an, als ich dachte. Aber immerhin lebt die Katze noch. Friend, bitte folge meiner Stimme. Ich zähle bis drei, dann wachst du auf. Eins. Zwei. Okay, wir starten wieder in der Klapse, wie so oft. Da ist sie. Friend, wie fühlst du dich? Ich fühle mich, als ob ich sterbe. Mir geht's gut, glaube ich. Okay, wir haben gerade gesehen, wie unsere Eltern fast krepiert sind. Ich fühle mich, als ob ich sterbe. Ich verstehe nicht, warum ich das tun soll. Versuch dich zu beruhigen. Das ist Teil deiner Genesung. Okay, er hat uns hypnotisiert. Ja, Mann, meine scheiß Eltern sind tot. Er soll mal runterkommen. Genesung? Verstehen Sie nicht? Meine Eltern sind tot! Warum sehen eigentlich alle Therapeuten immer aus wie Sigmund Freud? Das Übliche halt, wirklich. Ja, dann lass uns mal raus. Du sollst mir nicht sagen, wie ich meinen Job zu tun habe. Okay, Bitch. Er ist richtig sassy. Aber jetzt habe ich etwas für dich, Fran. Was denn? Siehst du den Tisch? Da ist ein kleines Paket für dich. Es ist von Tante Grace. Okay.
Was, wenn Tante Grace alle abgeschlachtet hat, weil Tante Grace war nicht mit im Zimmer? Scheiß auf die Eltern, Hauptsache die Katze lebt. Ja. Oh, Minora, hallo. Du hast morgen wieder Schule, aber dann solltest du bald schlafen gehen. Es ist nämlich schon 9:30. Oh, es war die Geldbörse ihrer Mutter. Was ist drin? Oh Gott, die Hand. Liebste Fran, hier ist die Geldbörse, die du so gerne magst. Ich dachte, du würdest sie gerne haben wollen. Als ich an dich gedacht habe, habe ich mich erinnert, dass du gerne Dinge untersuchst und sie miteinander kombinierst. Ich hoffe, du wirst diese Geldbörse für immer behalten und benutzt sie und die Dinge, die du hineintust, gut. Vergiss niemals, dass die Kreativität die absolut größte Gabe ist, die du besitzt. In Liebe, Tante Grace. Okay, vielleicht war es doch nicht Tante Grace. Ich nehme es zurück. Der Brief war nett. Sie macht sich Sorgen um dich. Ja, wir machen uns auch Sorgen. Wow, sie ist auch richtig bitchy, ne? Hör auf, du bist außer Kontrolle, junge Dame. Okay, können wir gehen? Ja, du kannst gehen, aber bevor du das tust, ist es Zeit für deine Medizin. Ja, was für Medizin? Sie heißt Duotin und du wirst dadurch ganz ruhig. Schwester, wir sind bereit. No! Wir sind doch fit. Nein, nichts. Die gleichen Visionen wie vorher. Oh, verstehe. Hier, Fran, nimm deine Medizin. Na toll. Noch eine? Ich fühle mich nicht gut. Oh. Was? Was war das bitte? What the fuck? Was ist das für ein Spiel? Hey, das ist so richtig Pans Labyrinth. Man denkt irgendwie, okay, es wird jetzt so eine Alice im Wunderland Sache. Und dann gibt es die ganze Zeit nur abgetrennte Köpfe und Blut und zerstückelte Eltern. Und Schwester, lassen Sie die nie mehr nehmen. So richtig Try and Error, ne? Oh Gott, er sieht aus wie von The Ancient Mage's Bride, der Dude. Wenn du das Haus des Wahnsinns verlässt, werde ich dich jagen. Warum? Wir haben gar nichts gemacht. Dich fangen. Und dich zurück in den Wahnsinn treiben. Wow, was geht mit ihm? Fran, mach auf. Mr. Midnight. Hilf mir. Die Medizin hilft dir zu fliehen. Ich warte im Wald auf dich. Okay. Mein nüchterner Tag. Das ist so geil, dass ihr alle morgen immer früh aufstehen müsst, aber trotzdem dabei seid. Vielen Dank. Ah, Tommy, good night. Zeigt die Ziege Fran den Mittelfinger? Nee, ich glaube, es war der Zeigefinger. Genau, wenn ich eine Klapse einrichte, dann mache ich auf jeden Fall auch erstmal ein gruseliges Clownbild an die Wand und ein Jesuskreuz. So, auf geht's. Ich bin immer noch da. Scheußlicher Ort. Ja, Mann. Wir wollen raus. Kann ich verstehen. Diese Augäpfel rechts und links. Die Patientin wurde in der Nähe der Oswald-Anstalt gefunden und zeigte Anzeichen einer Psychose. Die Beau-Dagenhardt-Familientragödie. Details werden vermieden. Dr. Marcel Dien. Warum ist das immer ein Name für die seltsamen Leute? Das hätte ich mal bei meinem Ex-Freund auch schon wissen sollen, dann wäre ich nicht mit ihm zusammengekommen. Hat verschiedene Formen der Medikation ausprobiert und alle wegen Nebenwirkungen abgebrochen. Psycho, was? Das bin ich sicher nicht. Nebenwirkung? Wirkung, die vielleicht neben mir wirken? Okay, okay. Gut. Ein guter Grund, neugierig zu werden. Ich sollte mir den Schlüssel dafür besorgen. Ich schnapp mir deine Nase.
Bist du ein fröhlicher Clown? Kannst du mich zum Lachen bringen? Oh! Gruselig! Erstmal schön Randale. Haben wir vielleicht die, die Soundeffekte aus? Ich guck mal kurz, ja? Soundeffekte aus! Gut. Nein, 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 nein. Fortführen. Sorry, Leute. Die Soundeffekte waren aus. Sie sind jetzt an. Ein praktischer Haken. Ich bewahre ihn auf, um später Pirat zu spielen. Gute Entscheidung. Okay, gut. Later on. Süßes Karussell. Gut. Hoffentlich fällt mir das nicht auf den Kopf, während ich schlafe. Read her. Oswald Anstalt, Dr. Who confirmed. Rot und Klein, ihr versteckt euch vor mir. Ich hasse das Monster. Ich muss Mr. Midnight finden. Ich muss ihn jetzt finden. Ich vermisse mein Kätzchen. Er versteckt sich, weil er Angst hat. Er hat gesagt, die Medizin zeigt mir, wo er ist. Wollen wir wirklich die Medizin nehmen? Ich kann ja drumherum gehen und sehen, was auf der anderen Seite ist. Na dann. Oh Gott. Oh, eine geheime Box. Psst. Eine hölzerne Kiste, sie ist offen. Na dann. Ein Schlüssel, der wird sicher etwas öffnen. Sehr gut. Dann gehen wir da erstmal kurz zurück, bevor wir mit kleinen Timmy reden. Ha! Nice. Oh, was ist das? Das sind wir mit der Familie. Und beide haben gruselige Broschen an, die wir bestimmt später auch noch finden. Und eine nice Haarklammer. Ich sollte sie weise einsetzen, indem du sie dir an den Kopf pinnst. Das schreit doch quasi nach DIY. okay. Untersuchen. Oh nein, meine liebe Familie, ich werde es mit meinem Leben beschützen. Ich vermisse euch, ich werde mein Kätzchen finden und es dir gehen, Tante Grace. Ja, Tante Grace, Mann, irgendwas ist, glaube ich, mit ihr. Okay, gut. Den Haken dem Doktor ins Herzrahmen, immer eine gute Idee. Oh Gott, ja, die Ziege. Warum verfolgen mich diese Ziegen und dieser Name eigentlich immer? Wir können uns alle an die Ziege und dem Opa von Mechanica erinnern. Also vielleicht haben es auch einige von euch verdrängt, aber wow, die Ziegennummer war krass. Hi, Bro. Phil heißt der? Oh Gott, das ist Mr. Trashpack. Wie geht's dir? Alle sagen, ich bin krank. Ja, die sind dumm. Du bist bestimmt voll fit in echt. Gehst du heute Nacht? Wenn du mir hilfst? Alles, was ich weiß, ist, dass das Büro der Schlüssel ist. Okay. Das im Büro der Schlüssel ist, würde mir vielleicht besser gefallen. Der Schlüssel? Ist ein Schlüssel im Büro? Ich sah, wie der Doktor einen geheimen Code notierte. Oh, was für ein... Ein geheimer Code, um die gelbe Tür zu öffnen. Was? Er will nicht? Er? Die gruselige Ziege? Wow! Shit! Alle Türen sind verschlossen. Du bist eine Gefangene meiner Spiele. Und niemand hilft dir zu fliehen. Lass mich in Ruhe, ich hasse dich. Oh. Okay, es ist eindeutig kein Kinderspiel.
Ja, Mami und Papi können dir leider nicht mehr helfen. Ja, Mann, gib's ihm. Ey, Phil, hast du den Code? Okay, Phil ist durch. Ich hoffe, dass dich jemand liebt. Püppi? Okay, geheime Mission. So, die Geschichte von Fillmore Bronston. Männlich, Bronstone. Der Patient kam mit seiner Mutter Rachel Bronson in die Oswald-Anstalt. Der Junge hat ein paranoides Verhalten entwickelt. Die Paranoia wurde noch nicht diagnostiziert. Tägliche Behandlung von Dr. Marcel Dearn. Wir haben das Vertrauen des Patienten noch nicht erlangt und er lehnt jegliche Befragung ab. Ja, wer kann es ihm verübeln? Holzwert. Wenn ich mich hinsetze, stehe ich eh wieder auf. Abgeschlossen. Klar. Ah. Stimmt ja. Vielleicht können wir den Stoff auch noch gebrauchen. Turmwache. Wir haben hier eine verrückte Person namens Fran. Oder was macht Turm? Ich glaube, das ist der Ausweg. Ja, ich glaube auch. Doch! Warum ist dein Kopf so groß? Wir könnten sonst da durch. Das ist auf der anderen Seite. Oh. Auch ein bisschen American Horror Story, ne? Oh, die Puppe im Hintergrund ist bestimmt die kleine Schwester von Annabelle. Ja, sieht auch ein bisschen aus wie Trashbag, oder? Ah, Gustav. Schlaf gut. Oh, und Siggi auch. Bevor noch mehr Gruseliges passiert. Okay. Oh, Fran, du bist wach. Gut, hier sind deine Pillen. Ja, wie lange habe ich geschlafen? 3 Tage? Hä? Und keiner fand das irgendwie seltsam? War es die Medizin? Ja, es war die Medizin. Darum nimmst du sie nicht mehr. Etwas ist passiert. Siehst du, das bedeutet nichts als Ärger. Was ist los? Vorhänge kaputt gemacht. Yep. Aus Versehen, was? Ich muss das reparieren. Folge mir. Ja, ich bin neugierig, aber die Schwester ist noch im Raum. Okay, ich kann nichts anfassen. Leere Flaschen, leere Gläser, nichts Nützliches. Handtücher, Handtücher. Nun gut. Mein Bein geht's gut. Okay, dann gehen wir mal rüber. Etwas fehlt. Hast du den Haken gesehen, der die Vorhänge umhält? Was ist ein Haken? Das ist eine gute Antwort. Naja, ich muss los und etwas suchen, um das zu reparieren, du kleines Mädchen. Okay. Bestimmt hat die ihre Eltern selbst umgebracht, habe ich auch schon überlegt.